Willkommen zu einem neuen Video von der Dudelsackschule. Wenn du regelmäßig übst und dabei auch kontinuierliche Fortschritte erzielst, dann ist dieses Video nichts für dich. Wenn du aber das Gefühl hast, auf der Stelle zu treten, wenn du sagst, ich übe aber jeden Tag eine Stunde XY, aber es geschieht einfach nichts, oder auch, oh, ich habe nur so wenig Zeit zum Üben, wie kann ich damit trotzdem Fortschritte erzielen? Dann ist dieses Video genau richtig für dich, denn ich möchte dir ein System vorstellen, wie du deine Übungseinheiten effektiv gestalten kannst, egal wie viel Zeit du zur Verfügung hast, ob es nun 30 Minuten, 20 Minuten, 60 Minuten sind, womit du dann Fortschritte erzielst. Ich möchte darauf eingehen, wann Üben wirklich effektiv ist oder wann Üben eigentlich nur ein Durchspielen von Liedern ist und du damit eigentlich nicht wirklich vorankommst. Wenn dich dieses Thema also interessiert, dann schau gerne weiter. Wir haben dir auch das, was ich gleich nochmal detaillierter erzählen werde, in so eine Art Arbeitsblatt gepackt mit freien Feldern, wo du auch was eintragen kannst, oder einfach nur das hier als Zusammenfassung von dem, was ich gleich noch erzählen werde. Das kannst du dir jetzt runterladen und anschauen, gleich vielleicht ausfüllen oder einfach im Nachhinein, um das nochmal zu verarbeiten und als Zusammenfassung zu haben. Viel Spaß! Wir sind mal umgezogen zu meiner Tafel hier in meinem Übungsraum, an der ich euch das Prinzip einmal näher erläutern möchte und möchte auch dazu erwähnen, dass das ursprünglich nicht auf meinem Mist alleine gewachsen ist, sondern ich habe dieses Prinzip mal vor vielen, vielen Jahren von John Angus Smith gelernt. Das war mein allererster so richtiger britischer Dudelsacklehrer und habe das dann so über die Jahre nach meinem Gusto weiterentwickelt, spezialisiert sozusagen. Aber ich bin damit ganz gut gefahren und möchte euch das deswegen jetzt einmal demonstrieren. Also dieser Kreis stellt eure Übungseinheit dar. Das mag nun 60 Minuten sein, 120 Minuten sein oder auch 20 Minuten sein, ne? Je nachdem, wie viel Zeit ihr zur Verfügung habt. Ihr wisst, Regelmäßigkeit ist wichtig. Und wichtig ist, dass ihr eure Übungseinheit viertelt. Ja? Also, wenn das jetzt 60 Minuten wären, das quasi die ersten 15. Und die erste Hälfte eurer Übungseinheit, also diese, hier gilt es, Schwachstellen zu üben, die Pipe warm zu kriegen und sich selbst warm zu kriegen und solche Einstiegsgeschichten, Lerninhalte. Die zweite Hälfte dient quasi der Anwendung, also das Gelernte wird hier angewandt. Am Ende kommen wir nochmal zu einem freieren Teil, da kommen wir gleich zu. Also Entwicklung, Lernen und dann Anwendung des Gelernten. Und das muss sich übrigens nicht unbedingt immer nur auf Pipe beziehen. Also ihr könnt das